Tag zusammen, hier ist Jo von pepperitis.de. In der allerersten Folge Basteln am Waschtel geht es um die Anstichstufe und um die Bodenbelege im Wohnmobil. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, fangen wir an mit dem größten Ärgernis, dass diese Kante vorne in der Tür höher ist als die Stufe. Man tritt also in ein Loch rein. Das ist also nicht so schön. Ja, dazu habe ich mir im Baumarkt eine Siebdruckplatte geholt, mir die schneiden lassen auf 20,5 x 68,5 und 15 mm stark ist diese Platte. Ja, die müssen wir jetzt auf diese Trittstufe aufbringen. Da die Platte als Ganzes leider nicht so direkt da reinpasst, muss man das schöne Stück gleich wieder zersägen. Dazu macht man am besten einen Wellenschnitt. Dann kann man nachher diese Platten wieder passgenau zusammenfügen. Muss man nicht machen. Gerader Schnitt geht auch. Ja, jetzt noch schnell zwei Streifen doppelseitiges Klebeband angebracht, die Platte fixiert. Ja, und danach bringt man dann eine Aluschiene auf, die ist 10x10 mm groß, direkt an die Kante. Dann kann die Fliegengittertür auch nicht raus. Hier sieht man schön, hat die ideale Höhe und jetzt macht das Einsteigen Spaß. Man tritt also nicht mehr in das Loch. Ja, wie man sieht, haben wir auch im Innenraum hochwertigen Teppichboden verlegt. Macht die Sache natürlich sehr, sehr wohnlich. Auch im Einstiegsbereich haben wir hier den Teppichboden auch an den Rändern reingesetzt. Dabei sollte man darauf achten, dass der Teppichboden wirklich luftdurchlässig ist. Also wir haben da keinen PVC-Rücken oder irgendwas dahinter, sondern einen Geweberücken und der ist atmungsaktiv. Ja, der Riesenvorteil, den man hat, wenn man einen Teppichboden im Wohnmobil hat, ist neben der tollen Atmosphäre, dass also dieser ganze Hall weg ist. Vor allen Dingen beim Fahren die Geräuschdämmung. Also man hört das wirklich deutlich. Ein weiterer Beitrag dazu ist natürlich die Fahrerhausmatte, die uns freundlicherweise unser Händler zur Verfügung gestellt hat, beim Kauf. Ohne Aufpreis. Ja, an der Seite haben wir noch an den Türen auch noch kleine Matten eingeklettet. Da komme ich aber gleich noch zu. Ja, wichtig ist, dass man die Stufe und auch den Teppichboden selber an den Kanten mit doppelseitigem Klebeband fixiert, damit er nicht verrutscht. Und man sollte darauf achten, dass man weichmacherfreies Klebeband bekommt, denn andere Klebebänder lösen im Laufe der Zeit eventuell den PVC an. Und das kann dann ziemlich unschön sein, wenn der Teppichboden mal raus soll. Ja, die Atmosphäre ist wirklich sehr, sehr heimelig. Ist schon toll und gemütlich, wenn man da sitzt. Ja, hier sieht man nochmal die Einstiegsmatte. Das ist so eine Formplatte, die dann einfach drauf geklettet wird. Das war es auch schon. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video den Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.